Guten Abend, Freunde und Kameraden. Das ist meine erste Videobotschaft. Vielleicht kommen mehrere, weiß ich es noch nicht. Der Grund, warum ich heute eine Videobotschaft, also ich bin bewegt, das zu machen heute. Heute ist mir ein Video zugespielt worden, in dem Bürger von Deutschland, also Demonstranten von Deutschland, von Polizisten aufgefordert worden sind, ihre Fahnen runterzunehmen, ihre deutsche Fahnen. Weil es provokant oder provozierend Migranten, Asylbewerber und Ausländer gegenüber wäre. Die Demonstranten haben teils super reagiert, teils haben es runtergetan, haben es vorgeleistet und teils haben Widerstand geleistet. Haben gesagt, okay, wo sind wir denn? Wir sind hier in Deutschland, wir dürfen doch wohl hier unsere Fahnen fliegen lassen. Also bin ich genau derselbe Meinung. Das ist absolut. Was ich dazu sagen will, ist ganz klipp und klar. Für mich ist das ein rotes Tuch. Also wir sind zu dem Punkt jetzt, also wir müssen uns jetzt entscheiden, wie weit das mit uns beugen. Was ich als eine korrupte Regierung empfinde. Ich empfinde unsere Regierung als eine korrupte Regierung. Und wir müssen uns jetzt entscheiden, wie weit das mit uns beugen lassen würden oder werden. Für mich ist das ein ganz klarer rotes Tuch. So beugt ich komme, ich bin öfters mal bei Demos dabei. Ich habe bis jetzt noch keine deutsche Fahne dabei gehabt, einfach nur weil ich andere Sachen dabei gehabt habe oder einfach mit spazieren gegangen bin. Zukünftig werde ich deutsche Fahne dabei haben. Und ich würde euch bitten, genau dasselbe zu machen, was ich machen werde. Ich werde Widerstand leisten. Also wenn der Polizei zu mir kommt und mir befehlt, ich soll mir deutsche Fahne wegtun, weil es provozierend wird, andere gegenüber, werde ich Widerstand leisten. Ich werde alle in meiner Umgebung bitten, ihre Handys rauszutun, alles mit Ton zu filmen. Ich will das alles auf Film haben, weil ich werde Anzeigen danach machen, weil ich werde angegriffen wahrscheinlich für Rechte, wo ich Grundrechte, wo ich in Deutschland habe, die ich nicht aufgeben werde. Also ich werde Widerstand leisten, ganz sicher. Und ich würde euch alle Patrioten draußen genau sehen. Was, wenn die kommen, um ein Mensch sie Flagge wegzunehmen oder ein Mensch, was wird der Rest dazu zu kommen? Wir müssen Zusammenhalt zeigen. Wir dürfen uns nicht mehr teilen lassen. Also wir müssen die Kleinigkeiten, die uns unterscheidet, jetzt momentan auf das Seiten legen und wir müssen auf das Große und das Ganze konzentrieren. Sonst werden wir zugrunde gehen. Und das ist ungefähr der Titel von dieses Video, wenn man so sagen kann, der Titel hat. Zeigt Flagge. Zeigt Widerstand und Zeigt Kreuz. Zeigt Kreuz. Auch wenn du nicht gläubig bist. Das ist unsere Kultur, zeigt einfach Kreuz. Nur ist ein Statement. Nur ist ein Statement, hey, ich stehe dazu nicht, ich bin rechtsradikal und was nicht, hasse alle Ausländer, weil die meisten von uns sind nicht so. Also es ist nur eine Unterstützung von unserer Kultur und unsere Rechte hier. Also, noch dazu, was ich sagen würde wegen der Polizei. An die Polizei, es kommt bald die Zeit, wo sie entscheiden müssen. Verfassungsschützer auch. Es kommt bald die Zeit, wo sie entscheiden müssen zwischen das Gute, die Einheimische, die wurde richtig einfordern, oder meiner Meinung nach eine korrupte Regierung, die wohl gar nichts mehr mit der Verfassung zu tun hat. Die unterstützen überhaupt, die unterstützen und leben unsere Verfassung überhaupt nicht mehr. Also, ihr habt jetzt Wahl und Entscheidung zu treffen. Werdet ihr auf uns schießen? Wo wir das gleich uns anschließen. Das ist euer Wahn, natürlich. Also das, was in der Nürnberg, es gilt nicht in der Nürnberger Behandlungen, ich habe nur Befehle bevor, und es wird auch heute nicht mehr gelten. Sobald der erste Angriff auf uns folgt, das wäre ein Angriff, das wäre eine ganz schwerwiegende Situation. Ich würde euch echt bitten, das sehr, sehr gründlich zu überlegen, also was ihr da, wie ihr da vorangehen würdet. Also steht zu uns. Weil noch stehen wir zu euch. Das Ende meiner Botschaft. Alles, was ich nur dazu sagen will, ist, haltet zusammen. Haltet zusammen. Lasst euch nicht teilen von Kleinigkeiten, weil das ist alles, was die motiviert. Wir werden ein nach dem anderen, werden die versuchen reinzuschießen, dass wir uns teilen über Kleinigkeiten. Kleinigkeiten sind jetzt nicht wichtig. Wir haben einen riesen, riesen Feind vor uns. Bei Feinden müssen wir uns vereinen und voran. Und vor allem vereint vorangehen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Also, wir haben uns bestimmt alle wieder.